herzlich willkommen. Ja, heute geht es um die Nagelbürsten. Ein Kampf der Giganten hat stattgefunden. Wir konnten uns nicht einigen. Silvana wollte schwarze, ich wollte natürlich rosafarbene. Ja, wie kam es dann? Silvana bekam schwarze, ich bekam rosane. Jeder passend zu seiner Marke. Also, wenn ihr schwarze möchtet, bitte bei Alte Frieda bestellen. Wenn ihr rosane möchtet, bitte bei mir bestellen. So. Schlussendlich sind sie aber alle gleich. Diese Nagelbürsten sind was ganz Besonderes. Zwei große Marken bieten sie an. Ich sage die Marken jetzt explizit nicht, weil die Nagelbürsten da viel teurer sind. Und das könnt ihr aber alles sehr schnell und sehr einfach rausfinden. Von daher brauche ich euch das nicht an die Hand zu geben. Wir haben allerdings gesagt, wir möchten die bezahlbar machen. Für jedermann. Ich glaube, Silvana und ich haben da auch einen unterschiedlichen Preis. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber ich packe sie mal eben aus. Dann müsst ihr da mal jeweils in unseren Shops gucken. So. Und zwar, was ist das Besondere an diesen Bürstchen? Sie kommen halt in dieser Schutztüte klar zu euch an. Das ist gar keine Frage. Und dann ist es ganz einfach so, dass ihr einmal hier unten, das ist dann nochmal mit Tesafilm befestigt, damit das alles schön geschützt ist, die Würstchen. Ich mache das jetzt mal ab. Einmal bei Silvana. So, dann seht ihr das hier schon, ne? Das ist dann so ein mattes, so eine matte Geschichte. Mit natürlich dem Alte Frieda-Label drauf. Da gibt es übrigens nicht nur die Bürstchen, aber nur diese schwarzen, sondern natürlich auch die Blossom Nail Couture Gele. Das ist ja das Schöne. Das ist ja... Ach, Silvana hat das so schön umgesetzt. Ich muss das immer wieder sagen. Alles, was ich an Wünschen hatte, wurde von ihr in Perfektion umgesetzt. So, der zweite Schutz, der da drauf ist, das sind jeweils diese Schutzgeschichten für die Härchen. Und dann habt ihr die Bürstchen. So. Bei den Bürstchen ist es ganz einfach so, warum sind die so toll? Weil man hier zum Rand ausbürsten noch so eine extra Geschichte hat. Das ist ganz, ganz toll. Das werdet ihr merken, wenn ihr sie habt. Denn so kriegt man immer ein Teil, ne? Aber wenn man so direkt explizit noch was an der Seite hat zum extra Säubern, ist das echt eine tolle Sache. Ich wollte das erst nicht glauben. Silvana hatte die aber damals immer von der einen großen Marke und hat gesagt, ey, die müssen wir unbedingt haben. Und als ich dann gehört habe, dass es möglich gemacht werden kann, dass ich sie in Rosé auch kriege, da war für mich natürlich klar, ich will sie dann auch haben. Ja, und wer jetzt genauso begeistert ist, wie wir beide es waren, bestellt sie euch, denn sie sind wirklich klasse. Also wir lieben diese Teilchen und wir hoffen, ihr auch. Also bis zum nächsten Video, ihr Süßen.